Hallo und herzlich willkommen, ich bin Benno und heute erkläre ich euch das Spiel Brüssel 1897. Das Setup findet ihr hier oben, die Regeln erkläre ich im Folgenden. Das Spiel ist ab 10 Jahre geeignet für 2 bis 4 Spieler und dauert ungefähr 45 bis 60 Minuten. Nun aber genug von mir, springen wir gleich in die Regeln. In Brüssel 1897 geht es darum, mit Hilfe von Mäzenen Gebäude zu bauen, Ausstellungen auszurichten, Kunstwerke zu kaufen und zu verkaufen, um am Ende die meisten Siegpunkte zu bekommen. Das Spiel verläuft über insgesamt 4 Runden. Am Ende jeder Runde findet eine Wertung statt und am Ende der 4. Runde findet noch eine zusätzliche Wertung statt. Und der Spieler, der am Ende die meisten Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. Bevor ich nun eine Beispielrunde spiele, möchte ich kurz die einzelnen Bereiche des Spiels erklären. Hier oben haben wir das sogenannte Jugendstil-Tableau, in dem die meisten Aktionen stattfinden werden. Unter dem Jugendstil-Tableau haben wir die Bonuskarten, die ich dann näher erklären werde. Hier auf der rechten Seite die Nachtsichtstapel und hier ganz rechts habe ich den Bereich Brüssel aufgebaut, in dem man ebenfalls Aktionen durchführen kann. Dann haben wir das Wertungsboard. Hier sind zum einen werden hier die Runden abgetragen, da gibt es diesen schwarzen Stein für. Dann haben wir in der Mitte die Siegpunkte. Jeder Spieler bekommt mehrere von diesen bunten Steinen. Die werden am Anfang natürlich auf die Null gelegt. Und dann haben wir, und das ist das Wichtigste, haben wir auf der rechten Seite diese Bonusleisten. Da haben wir zum einen die Architekturleiste, dann haben wir die Prestigeleiste, nein, dann haben wir die Einflussleiste und dann haben wir die Prestigeleiste. Auf diesen Leisten befinden sich am Anfang ebenfalls von jedem Spieler jeweils ein bunter Marker hier auf allen dreien. Das erkläre ich dann aber während der ersten Runde, was dann auf dieser Seite hier alles passiert. Im Setup wurde der Startspieler-Marker, also die Startspieler-Karte, schon vergeben. Und nochmal zur Erinnerung, die Spieler haben keine Handkarten, sondern alle Karten liegen offen vor den Spielern aus und können auch von allen anderen Spielern gesehen werden. Als Starthand hat man sozusagen, also Starttisch hat man sozusagen diese 5 Arbeiter, alle im Wert von die 4 Arbeiter im Wert von 1 und auf der Rückseite einer 3 und einen Arbeiter im Wert von einer 2 und mit der Rückseite einer 4. Außerdem hat jeder diesen George Brugmann oder Gorgis Brugmann, den er benutzen kann, einen der Mäzenen, der er ihm als Bonus, wenn er ihn benutzt, 4 belgische Franken bringt. Und unterschiedliche Spieler haben eine unterschiedliche Starthand mit Geld. Der erste Spieler, der ich bin, der fängt mit 4 belgischen Franken an und dann geht es reihum mit 5, 6 und 7. Ich habe allerdings hier ein Spiel für 3 Spieler aufgebaut. So, was kann ein Spieler in seinem Zug machen? Ein Spielprinzip in Brüssel 1897 ist es, dass man diese Arbeiterkarten hat und dass man diese Arbeiterkarten auf dem Jugendstil-Tableau platziert. Und da gibt es verschiedene Aktionen, die ich jetzt in den Runden einfach mal durchgehen werde. Eine einfache Aktion oder eine der einfachen Aktionen ist es, ein Kunstwerk zu kaufen. Das hier ist zum Beispiel eine Kunstwerkkarte, das hier oben auch. Also würde ich einen Arbeiter nehmen, würde mich entscheiden, welche Seite ich von diesem Arbeiter nehme und würde dann den Arbeiter dort platzieren, wo das Kunstwerk war, würde das Kunstwerk zu mir nehmen und würde es vor mich ablegen. Vorher müsste ich allerdings, bevor ich das Kunstwerk nehmen kann, noch den Preis bezahlen. Hier auf diesem Arbeiter ist eine 1, das heißt, ich gebe ein Geldstück, eine belgische Franke ab und kann damit das Kunstwerk kaufen. Dann könnte ich auch sagen, ich möchte 3 belgische Franken für dieses Kunstwerk ausgeben. Warum man das auch machen sollte manchmal, das erkläre ich dann aber später nochmal. So, das wäre mein Zug gewesen. Jeder Spieler hat in seinem Zug die Möglichkeit, eine Aktion durchzuführen, entweder auf dem Jugendstil-Tableau oder in Brüssel. Oder er kann auch passen und dann ist er aus dieser Runde raus und kommt erst wieder am Rundenende rein, wenn es um die Wertung geht. Jetzt geht es im Uhrzeigersinn weiter. Der nächste Spieler wäre der grüne Spieler. Und der grüne Spieler möchte einen der Mäzenen haben. Das heißt, auch hier wieder das Prinzip, er legt
einen seiner Arbeiter hinein, bezahlt das Geld, die eine belgische Franke, und kann diesen Mäzenen jetzt nun entweder sofort benutzen für den Bonus. Das heißt, im unteren Bereich jedes Mäzen ist dieser Bonus angegeben. Er könnte also sagen, okay, ich möchte den Mäzen nur kurz benutzen und dann abwerfen. Das heißt, er würde auf der, in diesem Fall würde er auf der Leiste für Architektur, würde er mit seinem Marker einen Schritt nach oben gehen auf 2. Wie gesagt, dann kann er ihn entweder abwerfen oder er kann ihn zu sich nehmen. Das heißt, er hat ihn benutzt, er nimmt ihn zu sich und er legt ihn dann vor sich und dreht ihn auf die Seite als Zeichen dafür, dass er ihn schon benutzt hat. Nun ist der dritte Spieler an der Reihe, Spieler Blau, und Spieler Blau möchte ein Gebäude bauen. Um ein Gebäude bauen zu können, braucht man zuerst die notwendigen Baustoffe. Da nehme ich mir einfach mal das hier oben. Ich lege den Arbeiter hin, ich bezahle den Arbeiter und ich nehme mir, machen wir so, ich bezahle 3 belgische Franken als blauer Spieler, nehme mir diese Karte mit diesen beiden Baustoffen, Ziegel und Holz, und lege sie ebenfalls vor mich. Nun ist Spieler Rot wieder an der Reihe und für Spieler Rot kaufe ich ein weiteres Kunstwerk hier oben, lege eine Arbeiter hinein, bezahle eine belgische Franke, das heißt, ich habe eben eine Dreier bezahlt, bekomme 2 zurück, lege sie vor mich und lege auch dieses Kunstwerk mit dem anderen zu mir. Als nächstes ist der grüne Spieler an der Reihe und der grüne Spieler möchte eine Aktion in Brüssel vornehmen. Brüssel, das ist dieser Bereich hier auf der rechten Seite. Am Anfang des Spiels liegen schon einige Arbeiter der Spieler im Gefängnis, die man durch eine bestimmte Aktion, wo ich noch zu komme, herausholen kann aus dem Gefängnis. Aber hier haben wir im Prinzip diese drei Aktionen. Die erste Aktion gibt dem Spieler 5 belgische Franken. Die zweite Aktion bedeutet, dass man seine Mäzenen, die man vorliegen hat, die also ungetappt vor einem liegen, dass man sie tappen kann und benutzen kann, wenn man möchte. Und die letzte Aktion hier unten, die erlaubt es den Spielern, alle Aktionen, die man auf dem Jugendstil-Tableau vornehmen kann, auch noch einmal durchzuführen. Allerdings dann nicht direkt hier drauf, sondern nur mit Karten von den Nachziehstapeln und mit Karten, die vor den Spielern liegen. Auf die letzte Aktion in Brüssel, den sogenannten Jubelpark, möchte ich noch einmal konkreter eingehen. In diesem Jubelpark haben wir die Möglichkeiten, alle 5 Aktionen, die man oft auch auf dem Jugendstil-Tableau durchführen kann, durchzuführen, allerdings mit einigen Abweichungen. Wie schon erwähnt, kann man diese Aktion nicht direkt auf dem Jugendstil-Tableau durchführen, sondern mit den Nachziehstapeln. Wir haben hier die 5 Aktionen: ein Haus bauen, sich Baustoffe besorgen, einen Mäzenen sich nehmen, ein Kunstwerk kaufen und ein Kunstwerk verkaufen. Und wir haben, fange ich mal mit den 3 mittleren an: Baustoffe, Mäzen und Kunstwerk. Das ist einfach so, dass man von den Nachziehstapeln sich 2 Karten zieht auf die Hand, dann guckt man sich beide Karten an, wirft eine von den beiden Karten ab und legt die andere offen vor sich. Dann gibt es noch die beiden anderen Aktionen, ein Gebäude bauen und ein Kunstwerk verkaufen. Und ja, für diese Aktionen braucht man auf jeden Fall im Falle des Gebäudes die benötigten Baustoffe. Diese müssen schon vor einem liegen. In dem Fall zieht man auch wieder 2 Karten vom Nachziehstapel für Gebäude, sucht sich ein Gebäude davon aus, gibt die Baustoffe ab und legt das Gebäude dann vor sich. Für die letzte Aktion, ein Kunstwerk verkaufen, muss man selbstverständlich ein Kunstwerk vor sich liegen haben. Dieses Kunstwerk wird dann abgeworfen und man nimmt sich vom allgemeinen Geldstapel 3 belgische Franken. Das Einsetzen eines Arbeiters in Brüssel folgt anderen Regeln als das Einsetzen eines Arbeiters im Jugendstil-Tableau. In Brüssel kommt es nicht auf die Zahl an, die auf diesen Arbeitern draufsteht, sondern nur auf die Menge von Arbeitern, die man einsetzt. Das bedeutet, der grüne Spieler setzt einen Arbeiter hier oben ein, muss dafür nichts bezahlen und hat sofort die Aktion, 5 belgische Franken zu bekommen. Die nimmt er sich und legt das Geld vor sich. Der blaue Spieler möchte, sagen wir mal, möchte nun auch nach
Brüssel gehen und er könnte für einen Arbeiter, den er einsetzt, diese Aktion nehmen, also Mäzenen benutzen. Er könnte eine Jugendstil-Aktion durchführen. Dafür müsste er nur eine Karte daneben legen. Er möchte aber nun auch 5 belgische Franken haben. Und dann ist es so, wenn ein Arbeiter dort schon liegt, dann muss der nächste Spieler, der auch diese Aktion benutzen möchte oder sogar auch doppelt benutzen möchte, im nächsten Zug, muss eine Karte mehr ablegen, als dort schon liegt. Das heißt, der grüne Spieler hat hier oben eine Karte abgelegt und der blaue Spieler, der auch dieses Geld haben möchte, muss nun 2 Karten ablegen statt einer Karte. Die Krux an dieser Sache ist mit den Karten in Brüssel, dass am Ende der Runde, wo ich auch noch zu komme, aber am Ende der Runde wird geschaut, wer die meisten Karten in Brüssel hat und derjenige muss dann einen seiner Arbeiter herausnehmen und muss ihn auch ins Gefängnis legen. Sollte es dort einen Gleichstand geben mit Karten, muss jeder Spieler einen Arbeiter ins Gefängnis legen. Aber zurück zur Runde. Was kann man noch machen? Ich habe ja schon als roter Spieler habe ich schon 2 Kunstwerke gekauft. Und wenn man Kunstwerke hat und es liegt diese Karte hier oben, also die Ausstellungskarte liegt mit in diesem Jugendstil-Tableau drin. Das muss nicht immer der Fall sein, aber wenn sie dort drin liegt, dann kann ich mir diese Karte holen. Ich setze also einen Arbeiter ein, ich bezahle eine belgische Franke und damit habe ich diese Ausstellungskarte. Und sobald ein Spieler sich die Ausstellungskarte nimmt, findet sofort eine Ausstellung statt. Und dann wird geschaut, beginnend mit dem Spieler, der die Ausstellungskarte sich geholt hat, wer welche Kunstwerke hat. Es gibt insgesamt 4 unterschiedliche Kunstwerke. Und reihum kann nun jeder Spieler ein Kunstwerk ausstellen. Ganz wichtig, diese Kunstwerke müssen nicht abgegeben werden, sondern sie müssen nur vorgezeigt werden. Und für jedes dieser ausgestellten Kunstwerke bekommt der Spieler 2 Siegpunkte. Es geht, wie gesagt, beim roten Spieler los. Er sagt, okay, ich habe dieses Kunstwerk, bekommt 2 Siegpunkte abgetragen. Dann wird reihum gegangen. Der grüne Spieler hat kein Kunstwerk. Der blaue Spieler hat auch kein Kunstwerk. Und so ist es wieder an dem roten Spieler und er kann seine zweite Art von Kunstwerken, also es geht wirklich um die Arten von Kunstwerken, kann die zweite Art ausstellen und bekommt wiederum dafür 2 Siegpunkte. Also hat dieser Spieler insgesamt 4 Siegpunkte bekommen, die anderen beiden Spieler sind leer ausgegangen. Das war die Aktion vom roten Spieler. Zusätzlich dazu, dass er diese Ausstellung durchgeführt hat, ist er in der nächsten Runde mit dieser Karte Startspieler. Nun ist der grüne Spieler wieder an der Reihe, aber er guckt sich das Jugendstil-Tableau an und sagt, nee, ich möchte eigentlich hier nichts weiter machen. Also passt er und es geht zum blauen Spieler rüber. Der blaue Spieler, ihr erinnert euch, hat im vorherigen Zug Baustoffe an sich genommen und jetzt hat er mit diesen Baustoffen die Möglichkeit, ein Haus zu bauen. Das heißt, er legt hier im Jugendstil-Tableau einen seiner Arbeiter hin, bezahlt sofort die 3 belgischen Franken und gibt nun diese Baustoffkarte ab. Die wird auf einen Ablagestapel gelegt und er kann dieses Haus bauen. Die Kosten für die Häuser sind relativ einfach zu berechnen. Für jedes Haus, also für das erste Haus, was man baut, muss man einen beliebigen Rohstoff abgeben. Auf dieser Karte sind 2 Rohstoffe drauf, also gibt man diese Karte ab, man bezahlt einen Rohstoff über, nimmt sich aber dafür dann sofort dieses Haus und kann es vor sich legen. Wenn man das zweite Haus bauen möchte, muss man 2 beliebige Rohstoffe abgeben. Das wäre auch mit dieser Karte möglich, hätte man diese 2 abgegeben. Für das dritte Haus muss man 3, für das vierte 4 und so weiter Baustoffe abgeben. Hier unten auf der Karte ist noch abgebildet, dass man auch Punkte dafür bekommt. Und so ist es so, wenn man verschiedene Baustoffarten benutzt für den Bau eines Hauses, so bekommt man für jede Baustoffart einen Siegpunkt. Das bedeutet, für das zweite Gebäude, was ich vielleicht jetzt hiermit gebaut hätte, würde ich diese Karte abgeben. Ich hätte zwei unterschiedliche Baustoffe hier abgebildet, einmal Ziegel, einmal Holz und würde dafür 2 Siegpunkte bekommen. Für das dritte Gebäude müsste ich dann 3 Baustoffe abgeben und wenn auch dort nochmal bei dem Baustoff Stahl zum Beispiel dabei wäre, also es gibt Stahl, Ziegel und Holz, dann würde ich dafür
3 Siegpunkte bekommen. Aber egal, wie viele Gebäude man danach noch baut, man bekommt nie mehr als diese 3 Siegpunkte, da es insgesamt ja auch nur 3 unterschiedliche Baustoffe im Spiel gibt. Der Spieler legt die Baustoffkarte ab und legt das Gebäude vor sich. Der rote Spieler überlegt nun, was er machen möchte, und er hat noch 2 Arbeiter zur Verfügung. Er setzt einen Arbeiter ein und setzt ihn hier auf dieses Geldstück ein. Diese Geldstücke stehen dafür, dass man ein Kunstwerk verkauft und dieses Geld dann bekommt. Das heißt, ich lege diesen Arbeiter hin, bezahle erst einmal eine belgische Franke für meinen Arbeiter, den ich hier hingelegt habe, und lege jetzt eins meiner beiden Kunstwerke ab auf den Ablagestapel und kann mir dafür diese 3 belgischen Franken nehmen. Der grüne Spieler hat schon gepasst. Im Folgenden passt auch der blaue Spieler und auch der rote Spieler, und wir kommen zum Rundenende. Beim Passen ist es wichtig, dass der erste Spieler, der passt, 3 belgische Franken zusätzlich bekommt. Die beiden anderen Spieler, die danach passen, bekommen jeweils dann nochmal eine belgische Franke. Am Rundenende wird der Marker für das Anzeigen der Runde einen weitergestellt, und dann wird geschaut, wie es mit den Mehrheiten aussieht. Wir haben zum einen die Spaltenmehrheit. Hier haben wir ja Arbeiter eingesetzt im Laufe des Spiels, und dann wird immer geschaut in jeder Spalte, wer dort insgesamt die höchste Zahl hat. Hier in der ersten Spalte haben wir Blau 3, Rot 1, Grün 1. Das bedeutet, dass der blaue Spieler auf der Spalte, also hier unten dieser Bonus ist die Einflussleiste, dass der blaue Spieler in dem Fall auf dieser Leiste einen nach oben rückt. In der zweiten Spalte sieht es ein wenig anders aus. Naja, sieht es gar nicht. Da sieht es genauso aus. Da haben wir 1, 1 und 3, und auch dort hat der blaue Spieler gewonnen. Und die Aktion, die der Spieler, oder den Bonus, den der blaue Spieler jetzt gewonnen hat, hier unten, ist es, dass er einen seiner Arbeiter aus dem Gefängnis holen kann und zu seinen eigenen Arbeitern legen kann. Das Gefängnis ist hier oben in Brüssel, und zu Beginn hat jeder Spieler 2 Karten sowieso darin liegen, ein 2-4er-Arbeiter und ein 2-5er-Arbeiter. Und der blaue Spieler, ja, der entschließt sich mal, sich den 2-5er-Arbeiter aus dem Gefängnis zu nehmen und ihn vor sich zu legen. Sobald die Spaltenmehrheiten durchgegangen sind, also das mache ich mal schnell, wir haben noch die Spaltenmehrheit hier. Da hat Rot gewonnen. Rot geht auf der Architekturleiste einen Schritt nach oben. Und hier hat auch Rot gewonnen, und da geht Rot auf der Prestigeleiste einen nach oben. So, das waren die Leisten, die gewertet werden. Und als nächstes schaut man, wie es mit den Prestige-Schilden ausgeht. Das sind diese Schilde, die sich hier bilden oder hier gebildet haben zwischen den Arbeitern. Wenn ein Schild nicht vollständig ist, wird es nicht gewertet. Das heißt, wir haben an dieser Stelle nur dieses Schild hier und dieses Schild hier, die gewertet werden. Fangen wir mit dem unteren an. Da wird geschaut, wer teilgenommen hat mit seiner Farbe, mit seinem Arbeiter an diesem Schild. Da haben wir hier ein Blau, ein Rot, und hier hat Grün mit 2 Arbeitern, die daran liegen, die Mehrheit und rückt so auf der und bekommt so Punkte analog zu der Prestigeleiste. Da nehme ich die ganzen Marker hier mal runter, um das besser erklären zu können. Wir haben auf dieser Leiste hier die Punkte, die die Arbeiter auch bekommen. Also es liegt dann Rot in dem Fall, würde ein weiter nach oben wandern, nach hier. Und die Zahl rechts daneben und auch die Zahl auf dem Feld gibt an, wie viele Punkte der Spieler bekommt für jedes Schild, welches er gewonnen hat. Also gehen wir hier mal zurück, gucken wir mal. Hier hat Grün ein Schild gewonnen. Das heißt, wenn Grün jetzt auf der, auf dieser Position hier stände, würde Grün für jedes Schild einen Punkt bekommen. Wenn Grün allerdings weiter oben stehen würde, dann würde der Spieler schon 2 Punkte pro Schild, 2 und hier sogar 3 Punkte pro gewonnenem Schild erhalten. Hier oben schauen wir mal, da hat Rot die Mehrheit, und Rot war ein weiter nach oben gerutscht, hat aber auch keine großen Auswirkungen, weil auch die zweite Stufe hier ist nur ein Punkt. Also Rot würde einen Siegpunkt bekommen, der hier abgetragen wird.
Grün würde für die Schilder auch einen Siegpunkt bekommen. Wenn es einen Gleichstand gibt zwischen den Arbeitern, die die Spieler gelegt haben, also sagen wir mal hier oben oder dann auch hier unten, hätten zwei Spieler die gleiche Anzahl an Arbeitern gelegt, so bekommen beide den Bonus, der analog zu der Prestigeleiste oder zu der Position des Markers auf der Prestigeleiste dann abgetragen wird. Die letzte Sache, die sich dann noch angeschaut wird, bevor alle Arbeiter zurück zu den Spielern kommen, ist, wer die meisten Arbeiter in Brüssel eingesetzt hat. Und in diesem Fall hat Blau die meisten Arbeiter eingesetzt. Das heißt, der grüne Arbeiter geht zurück zu dem Spieler sofort. Und der blaue Spieler muss sich jetzt überlegen, welchen Arbeiter er abgeben möchte. Und er entscheidet sich, den Arbeiter, den 3-1-Arbeiter hier oben ins Gefängnis zu legen. Und der andere Arbeiter kommt zu ihm zurück. Das Letzte, was in der Runde dann noch zu tun ist, ist, dass alle Arbeiter zurück zu den Spielern kommen, dass alle Karten, die nicht benutzt werden, auf dem Jugendstil-Tableau auf die Ablagestapel gelegt werden und dass dann neue Karten hier ausgelegt werden und der Startspieler, also der Spieler, der sich mit der die Ausstellungskarte hatte, der nimmt sich dann die Startspielermarke. Die Ausstellungskarte kommt wieder in den Stapel mit den anderen Karten, die gemischt werden und dann hier ausgelegt werden. Es gibt insgesamt 6 unterschiedliche Arten von Mäzenen. Wann und wie sie benutzt werden, erkläre ich gleich. Aber kurz zu den Karten. Also da haben wir den Gorgs Brugmann oder Georges, wie auch immer es ausgesprochen wird. Wenn er benutzt wird, auch wird er getappt, dann bekommt der Spieler direkt 4 belgische Franken. Mit dem beginnt sowieso jeder Spieler. Dann haben wir den Victor hier, der bringt den Spieler, den Marker des Spielers auf der Architekturleiste einen weiter nach oben. Dasselbe gilt für Prinz Albert, der bringt ihn auf der Einflussleiste einen weiter nach oben. Und hier haben wir den Charles, der bringt den Spieler auf der Prestigeleiste einen weiter nach oben. Außerdem haben wir noch den Paul Hanka. Wenn man diesen Spieler oder diesen Mäzen aktiviert, dann darf man 2 Karten von dem Baustoffmarkt oder Baustoffstapel ziehen und darf eine davon behalten und vor sich legen. Und der Emil Wanderwill, der erlaubt es einem Spieler, wenn er aktiviert wird, einen Arbeiter aus dem Gefängnis zu befreien und vor sich zu legen. Und dieser Arbeiter kann auch in derselben Runde dann noch weiterhin benutzt werden. Ja, das sind die 6 unterschiedlichen Mäzenen mit sich wiederholenden Effekten und Boni. Von den Kunstwerken haben wir 4 unterschiedliche Kunstwerke und von den Gebäuden haben wir ebenfalls 4 unterschiedliche Gebäudearten. Welche Bedeutung haben diese Skalen auf dem Spielbrett? Also diese Skalen, wie gesagt, wiederhole ich aber nochmal, weil sie sehr, sehr wichtig sind. Da haben wir die Architekturleiste, die Einflussleiste und die Prestigeleiste. Und die Spieler wandern mit ihren Markern im Laufe des Spiels weiter nach oben. Man kann diese Marker beeinflussen, indem man diese Spaltenboni aktiviert oder, wie eben schon gezeigt, indem man diese Mäzenen hier aktiviert und dadurch wandert der Marker hier weiter nach oben. Diese 3 Leisten machen etwas grundsätzlich Unterschiedliches. Die erste Leiste hier ist die Architekturleiste und diese Architekturleiste, die bringt am Ende des Spiels für jedes Gebäude, was man hat, so viele Punkte. Das heißt, wenn der blaue Spieler jetzt hier auf der 3 zum Beispiel liegen würde und er hätte 3 unterschiedliche Gebäude, das zeige ich mal kurz, also die müssen nicht mal unterschiedlich sein, er hätte einfach 3 Gebäude, so diese 3 Gebäude, dann würde er für jedes dieser Gebäude 3 Punkte bekommen, in dem Fall 9 Punkte. Die Einflussleiste bringt nicht direkt Punkte, sondern sie erlaubt es einem Spieler, wenn er die Aktion in Brüssel hier gewählt hat, diese Aktion,
Dann erlaubt es ihm, seine Mäzenen zu benutzen. Und diese Zahl zeigt an, wie viele unterschiedliche Mäzenen er aktivieren darf. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier als blauer Spieler auf der 3 stehen würde und ich hätte 3 von diesen Mäzenen, so könnte ich in meinem Zug alle 3, wie gesagt, nach Aktivierung dieser Aktion hier in Brüssel, könnte ich alle 3 meiner Mäzenen aktivieren, würde hier 4 belgische Franken bekommen, könnte mir hier einen Baustoff aussuchen und könnte hier einen Arbeiter aus dem Gefängnis befreien. Diese Einflussleiste bringt, wie gesagt, keine Punkte, aber sie hilft enorm dabei, im Spiel schneller voranzukommen und auf den anderen Leisten, mit diesen anderen Leisten mehr Punkte zu machen. Die dritte Leiste, die Prestige-Leiste, die ist auch hier abgebildet mit diesem Schild, die gibt an, wie viele Punkte ein Spieler bekommt am Ende jeder Runde für die Mehrheit in ganzen Schilden. Das hatte ich ja gezeigt, wenn sich wenn sich ein Schild bildet auf dem Jugendstil-Tableau, hier in diesem Fall bildet sich ein Schild, dann würde bei dem Gleichstand hier jeder Spieler so viele Punkte bekommen, wie für jedes Schild, was hier auf dieser Leiste oben abgetragen ist. Das heißt, wenn er hier auf einer 2 stehen würde, er hätte ein Schild, in einem Schild die Mehrheit, mit einem anderen Spieler auch zusammen eventuell, dann würde er 2 Punkte dafür bekommen. Also nochmal zusammengefasst, die Architekturleiste bringt Punkte für jedes Gebäude am Ende des Spiels. Die Einflussleiste gibt dem Spieler die Möglichkeit, mehrere Mäzenen gleichzeitig zu aktivieren nach der Aktion in Brüssel. Und die Prestigeleiste bringt am Ende jeder Runde dem Spieler die angezeigte Punktzahl pro Schild, in dem der Spieler die Mehrheit hat. Das Spiel geht auf diese Art und Weise weiter bis zur vierten Runde. In der vierten Runde findet nochmal eine ganz normale Wertung statt und danach findet die Endwertung statt. In der Endwertung wird nacheinander geschaut, welch viel Mäzen jeder Spieler hat. In der oberen Ecke ist auch abgebildet, dass für jeden Mäzenen 2 belgische Franken gezahlt werden müssen. Wenn man sie nicht zahlen kann, verliert man für jeden Mäzen, den man nicht bezahlen kann, 3 Siegpunkte auf der Siegpunkteskala. Dann bekommt der Spieler für jedes Gebäude, was er hat, so viele Punkte, wie hier oben auf dieser Architekturleiste abgebildet sind. Also wenn er ein Gebäude hat, er steht hier oben auf der Nummer 4, bekommt er 4 Punkte. Dann bekommen die Spieler für jede Baustoffkarte, die sie vor sich liegen haben und die sie nicht benutzt haben, einen Siegpunkt. Außerdem bekommt der Spieler, der eventuell gerade im Besitz der Ausstellungskarte ist, nochmal 2 Siegpunkte. Und dann wird es nochmal interessant. Dann wird geschaut, wir haben ja hier die Arbeiter ausliegen im Jugendstil-Tableau, und dann wird geschaut, wer hat die Spaltenmehrheit bei diesen Karten hier unten erreicht. Und den nehme ich mir zu mir. Wir haben bei diesen Karten nicht nur den normalen Bonus, der jede Runde vergeben wurde, sondern wir haben darunter auch noch einen weiteren Bonus, der erst am Spielende vergeben wird. Das heißt, der Spieler, der die Spaltenmehrheit in dem Fall hier über dieser Karte hatte, der würde für jede unterschiedliche Art von Gebäuden, insgesamt gibt es 4 unterschiedliche Arten, würde er 2 Punkte bekommen. Bei dieser Karte bekommt der Spieler für jeweils 2 belgische Franken 3 Siegpunkte bis zu einem Maximum von 15 Siegpunkten. Hier bekommt der Spieler für jedes unterschiedliche Kunstwerk, was er hat, 2 Punkte. Es gibt auch hier 4 unterschiedliche Kunstwerke, also maximal 8 Punkte. Und hier bekommt der Spieler für jeden Mäzenen, der er hat, nochmal 2 Siegpunkte. Wer dann am meisten Siegpunkte hat, der gewinnt das Spiel. Im Falle eines Gleichstandes gewinnt derjenige, der weniger Architektenkarten im Gefängnis hat. Herrscht dann immer noch ein Gleichstand, dann zählt die Werte der Architektur, Einfluss und der Prestigeleiste zusammen. Und wer dann von allen Beteiligten den höchsten Wert hat, der gewinnt. Wenn jetzt immer noch ein Unentschieden bestehen sollte, dann gewinnen die Spieler zusammen.